Hallo! Heute wollte ich mal ein Kennenlernen-Video für euch machen, da ich mich ja auf meinem Kanal bisher noch nicht vorgestellt habe und da wir ja jetzt schon über 1000 Leute sind, dachte ich, ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen vorstellen. Da ich immer nicht so gern über mich selber rede, und lieber über mein Pferd, fange ich auch an mit den Fakten über mein Pferd. Wie heißt dein Pferd? Contendra 1. Wie alt ist Contendra? Contendra ist 11 Jahre alt und wird jetzt am 7.5.2016 12. Welche Rasse ist Contendra? Contendra ist eine Hannoveraner Stute, abstammend von Contendro 1 mal Ansas und Lukas. Wie groß ist Contendra? Contendra ist nur 1,58 Meter klein und das ist auch der Grund, warum sie bereits bei ihrem Vorbesitzer und Züchter zwei Reitponyfohlen mit einem Welsh-B-Hengst hatte. Was mag Contendra überhaupt nicht? Am allermeisten hasst Contendra Wasser. Wasser findet sie absolut schrecklich. Sie möchte nicht gewaschen werden. Sie möchte auch nicht mit einem Eimer die Hufe gewaschen kriegen. Sie möchte auch nicht aus einem Eimer Wasser trinken. Sie hasst Pfützen, wobei sie auch auf dem Paddock, wenn sie mich ärgern möchte, mit Vorliebe durch Pfützen stapft, um sich dann quasi hinter den Pfützen vor mir zu verstecken. Außerdem hasst Contendra den Tierarzt. Den kennt sie nämlich mittlerweile leider nur über die Spritze. Er war immer nur da, um sie zu spritzen. Weil bei ihrem Vorbesitzer und Züchter wurde sie nie geimpft und er hat sie natürlich dann grundimmunisieren müssen und jedes Mal, wenn er da war, war irgendwas so, dass er Blut abnehmen musste oder Medikamente spritzen musste oder geimpft hat und deswegen mag sie ihn jetzt überhaupt nicht. Sie möchte sich halt von ihm nicht anfassen lassen und er kommt keine 3 Meter auf sie hin, ohne dass sie anfängt, blöd zu tun. Aber das ist mittlerweile schon besser geworden und bei seiner Assistentin, der Tierärztin, haben wir das Problem überhaupt nicht. Es liegt einfach nur daran, dass sie ihn einfach mit Spritzen assoziiert und die findet sie blöd. Was liebt Contendra? Contendra liebt Möhren. Möhren sind ihre Lieblingsnascherei, gleich nach Leckerlis oder vielleicht sind Leckerlis und Möhren ihre liebsten Naschereien. Äpfel findet sie auch cool. Mit Mais kann sie überhaupt nichts anfangen. Sie hat am Anfang nicht mal verstanden, wie man das isst. Sie stand da und hat versucht, irgendwie an diesem Maiskolben irgendwie was abzufressen, aber sie hat es einfach nicht geschafft. Ich habe ihn ihr dann in den Futtertrog gelegt und nach einem Tag hat sie den auch abgenagt gehabt, aber so ganz von vornherein kam sie da nicht drauf. Was bekommt Contendra zu fressen? Contendra bekommt Heu und Hafer. Mehr bekommt sie eigentlich nicht. Welche Spitznamen hat Contendra? Contendra heißt bei mir eigentlich nie Contendra. Außer wenn ich bei anderen Leuten, die sie nicht kennen, über sie rede. Sie hat auch nicht irgendwie einen direkten Spitznamen, der mit ihrem Namen zusammenhängt, weil naheliegend wäre sowas wie Conny. Das finde ich aber total schrecklich. Nein, mein Pferd kann einfach nicht Conny heißen. Und deswegen nenne ich sie eigentlich, meistens sage ich zu ihr Maus. Also wenn ich in den Stall komme und sie rufe, dann sage ich Maus. Eine Zeit lang habe ich auch Mausepups gesagt. Das fanden die anderen immer ganz lustig. Ich habe mir nur gedacht, naja, wenn sie guckt. Wenn sie sich überhaupt nicht benimmt und meint, sie muss irgendwie blöd tun, dann heißt sie Madame. So nach dem Motto Madame, so aber nicht. Sie heißt manchmal auch einfach nur Pferd, wenn sie mich nervt. Dann sage ich nur Pferd, hör auf mit dem Scheiß. Das ist auch ganz oft. Oder wenn sie sich mal wieder volle Kanne stur stellt und richtig auf Durchzug macht, und das kann die wirklich sehr, sehr gut. Und dann heißt sie Esel und sie heißt nicht nur Esel, weil sie stur ist, sondern sie hat dann auch ihre Ohren immer so auf eine ganz spezielle Position nach hinten gelegt und hat dann so einen grantigen Gesichtsausdruck und dann sieht sie einfach aus wie ein Esel. Und deswegen sage ich dann immer Esel zu ihr. Wie lange hast du Contendra schon? Ich habe Contendra jetzt seit dem 9.8.2014, das ist jetzt also 1 Jahr und ich kann ganz arg schlecht rechnen. September, Oktober, November, Dezember, Januar. 1 Jahr und 5 Monate habe ich sie jetzt also schon. Also bald sind es dann 2 Jahre, 1,5 Jahre. Und ich habe sie aus Osnabrück, beziehungsweise aus der Umgebung von Osnabrück und zwar direkt vom Züchter. Warum hast du Contendra gekauft? Wie genau ich zu Contendra gekommen bin, mache ich nochmal in einem Extra-Video. Allerdings habe ich sie eigentlich, und das ist ja eigentlich überhaupt kein Grund, ein Pferd zu kaufen, aber ich habe sie gekauft. Also ich wollte überhaupt kein Pferd und ich wollte auch eigentlich nie eine Stute. Und eigentlich wollte ich immer einen Fuchswallach haben. Aber ich habe halt zufällig sie im Internet gefunden und sie hatte halt den gleichen Vater wie meine damalige Reitbeteiligung, der Colin. Vom Colin gibt es auch Videos auf dem Kanal. Ziemlich weit unten findet ihr noch ein paar Reitvideos vom Colin. Und mir, wie gesagt, das ist der Halbbruder zur Contendra. Und also der hat den gleichen Vater.
Und irgendwie hatte ich damals mit der Besitzerin so ein, es war kein Witz, es war mehr so ein Saying, sage ich mal. Wir haben halt einfach immer so gesagt, ja, also wenn ich mir dann ein eigenes Pferd kaufe, kaufe ich mir auch ein Pferd von Contendro, weil der Colin eben so ein ganz tolles Pferd ist und ich von dem immer total begeistert war und der wirklich super ist. Und dann habe ich die halt zufällig im Internet entdeckt und dann hatte ich da so mit dem Besitzer ein bisschen geschrieben. Eigentlich nicht wirklich aus ernsthaftem Interesse. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob man die auch reiten kann. Und weil sie stand als Zuchtstute inseriert. Und nachdem er dann meinte, ja, und mich dann gleich anrief, da hatte ich dann irgendwie so die fixe Idee, ich kaufe das Pferd. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Welche Unarten hat Contendra? Contendra hat eigentlich so groß gar keine Unarten, die ich jetzt wirklich mir auffallen würden. Sie hat noch nie gebissen. Sie hat auch noch nie nach einem Menschen getreten. Sie steht normalerweise auch relativ still hin, außer sie hat irgendwas gefunden, worüber sie sich gerade aufregt. Dann hat sie irgendwie so die Tendenz, mal ein bisschen hibbelig zu werden. Sie geht brav in den Hänger, da haben wir auch keine Probleme, Gott sei Dank. Da bin ich auch sehr dankbar, dass sie da immer schon sehr einfach war. Wir hatten halt beim Reiten anfangs ziemliche Probleme, da ist sie anfangs oft und gerne mal durchgegangen. Das hat sie jetzt aber auch abgelegt. Und von dem her, so richtige Unarten hat sie eigentlich nicht. Sie war ja da auch nur Zuchtstute, sie ist nicht geritten worden, bevor ich sie gekauft habe. Also ich habe sie 10-jährig gekauft, sie ist jetzt 11. Und sie ist vorher nie geritten worden, nie longiert worden, man hat mit ihr nicht mal Freispringen gemacht, gar nichts hat man mit ihr eigentlich gemacht. Und dementsprechend kannte sie das auch nicht, dass jeden Tag jemand kommt und sich um sie kümmert. Und deswegen hatte sie anfangs überhaupt keine Lust, dass plötzlich sie irgendwie aus ihrem Umfeld gerissen worden ist, weil sie hat ja ihr ganzes Leben auf dem gleichen Hof gelebt, wo auch, das war in so einem ganz kleinen Dorf, wo wirklich überhaupt nichts los war und auch das war ein Privathof, da war nur der Züchter selbst. Und dann war auf einmal so viel Trubel und es war dann alles ein bisschen zu blöd und wenn ich dann immer kam und sie aufhalftern wollte, hat sie sich immer komplett einmal 180 Grad umgedreht, hat mir ihren Hintern ins Gesicht quasi gestreckt, hat die Ohren angelegt und ja, nach dem Motto, lass mich bloß in Ruhe und komm mir ja nicht zu nah. Sie ist auch heute noch kein Pferd, das unbedingt gerne was mit Menschen macht. Also sie ist einfach jemand, der sagt, wenn ihr mich in Ruhe lässt, bin ich auch glücklich, weil sie es halt anders nicht kennt. Und die erste Woche war das echt ein Kampf. Also nicht, dass ich mit ihr gekämpft hätte, jetzt mit Gewalt oder so, aber es war halt echt so, ich komme mit dem Halfter. Ohne Halfter war das überhaupt kein Thema, da hat die sich streicheln lassen, sich anfassen lassen, war alles kein Ding. Und sobald man dann halt Halfter genommen hat und versucht hat, sie aufzuhalftern, hat sie sich halt weggedreht und wollte nicht. Und dann bist du natürlich zu ihr hin, zu ihrem Kopf und kurz bevor du quasi an ihrem Kopf ankamst, hat sie sich dann einfach im Kreis weitergedreht. Und das ging dann teilweise schon so, dass ich eine Viertelstunde mit meinem Pferd Fangen in der Box gespielt habe, weil sie sich quasi die ganze Zeit im Kreis gedreht hat. Ja, war die erste Woche wirklich schlimm. Ich bin da auch ein bisschen so gedacht, so okay, na super, fängt ja toll an. Aber hat sich dann recht schnell eigentlich gelegt, nachdem sie irgendwann begriffen hat, naja, die hört nicht auf und die holt mich trotzdem raus. Und dann hat sie sich die nächste Masche überlegt, weil dieses Pferd hat natürlich einen Vorteil, sie ist wirklich sehr schlau. Also das haben ja auch schon viele gesagt, sie ist alles nur nicht dumm. Und sie hat sich dann einfach überlegt, naja gut, wenn sie mich schon halftert und dann mich aus der Box holen will, dann komme ich halt einfach nicht mit und sind einfach stehen geblieben. Du hast dann nah an dem Pferd ziehen können und schieben können, alles. Und die hat da halt gestanden und gesagt, nö, ich komme nicht mit. Und ja, dann hat man das Pferd halt auch mal energischer davon überzeugt mitzukommen, also dass quasi ich vorne am Strick war und dann halt ein zweiter von hinten getrieben hat, jetzt nicht irgendwie mit dem Besen oder sowas, das haben wir nie gemacht, das finde ich auch toll daneben, aber dass einfach jemand dann in der Box hinterm Pferd stand und gesagt hat, komm, und geschnalzt hat und wenn es sein musste, auch mal einen Klaps auf den Po gegeben hat, weil die hat sich wirklich geweigert, also die hat überhaupt keinen Bock gehabt. Und dann kam das Pferd auch raus aus der Box, aber das Pferd war natürlich nicht blöd, es hat dann festgestellt, naja, ich kann ja auch einfach alle 3 Meter auf der Stallgasse stehen bleiben. Und da hat sie eigentlich auch den Spitznamen Esel her, weil da hat sie sich wirklich wie ein Esel angestellt, also wirklich richtig stur. Und ja, das war, wie gesagt, die ersten 1-2 Wochen hatte ich diese Problematik und dann hatte sie sich so langsam daran gewöhnt. Und so, das waren so ihre einzigen Unarten, das mit dem nicht aufhalten lassen und wegdrehen, hat sie manchmal an wirklich schlechten Tagen, wenn sie wirklich gar keine Lust hat. Sie ist einfach kein Pferd, das viel Lust auf irgendwas hat. Aber das liegt, wie gesagt, daran, dass sie wirklich einfach das nicht kennt. Naja, und auf jeden Fall, das macht sie manchmal, so an ganz schlechten Tagen macht sie das noch so. Das hat sie jetzt auch bei der Reitstunde gestern gemacht. Da wollte ich sie vom Paddock holen. Bin so zu ihr hin, habe sie am Kopf gestreichelt und habe mich noch gefreut, dass sie unterm Dach steht. Also wir haben auch einen überdachten Teil an unserem großen Auslauf. Und sie stand so unterm Dach und ich bin noch richtig gefreut, dass ich nicht durch den matschigeren Teil vom Paddock gehen muss.
und streichelt sich so und hebt das Halfter an und will gerade so anfangen, da dreht sich so schnell konnte ich nicht gucken und läuft mal geschwind 3000 Kilometer durch den Matsch und ich erstmal ihr hinterher gestiefelt und das Paddock ist jetzt nicht gerade klein, das heißt, ich war eine Weile beschäftigt. Und sie lief dann so freudig vor mir her, bis sie sich dann selbst eingekreist hatte, indem sie sich nämlich in eine Ecke manövriert hatte, wo rundherum nur noch Wasser war. Und sie hasst ja Wasser, geht da also nicht rein. Also durch kleine Pfützen geht dann schon, aber halt dann war da so eine große, wir haben so ein Eck, da ist immer so eine große Pfütze, wenn es regnet. Da wälzen sich auch die meisten Pferde super gern drin. Da stand sie dann und kam sie nicht mehr weg. Und bei ihr ist halt der Trick, wenn man den Strick über den Hals legt, dann weiß sie, sie hat verloren und dann kann man sie auch aufhalftern. Ja, nun war das macht sie manchmal noch, wenn sie wirklich gar keine Lust hat. Welche Besonderheiten hat Contendra? Also so richtige Besonderheiten, außer dass sie eben nicht angeritten war, hat sie eigentlich keine. Das Lustige ist, was ich sehr lustig finde, ist, dass man, wenn das Pferd von vorne anschaut und die nicht gerade den Kopf ganz weit oben hat, dann sieht man gar nicht, dass das Pferd überhaupt Abzeichen hat. Sie ist ja schwarzbraun. Und man sieht dann überhaupt nicht, dass sie auch nur irgendwo ein Abzeichen hat. Und wenn man dann quasi von hinten guckt, hat sie an beiden linken Beinen vorn und hinten die Ballen hinten weiß. Die stehen auch, diese beiden Abzeichen stehen auch im Pass. Was nicht im Pass steht, ist ein Abzeichen, das scheinbar vielleicht im Fohlenalter einfach niemand gesehen hat, wenn man da auch nicht so genau hinschaut. Sie hat an der Oberlippe, ich meine, es ist die Oberlippe, vorne so einen ganz kleinen weißen Streifen. Und es ist so lustig, weil sie da halt einfach ein kleines Abzeichen hat. Was reitest du mit Contendra und was hast du mal mit ihr vor? Momentan sind wir noch beim Einreiten. Das ist ein bisschen schief gelaufen am Anfang. Da habe ich ja erzählt, dass sie gerne mal durchgeht, beziehungsweise anfangs gerne mal durchgegangen ist. Ich habe auch von der Vollschwester von ihr erfahren. Ich habe mit der Besitzerin auch telefoniert. Ihre war auch nicht so einfach beim Einreiten. Scheint irgendwie bei den beiden in der Familie zu liegen, wer weiß das schon. Naja, und auf jeden Fall war das anfangs ein bisschen schwierig, dann haben wir lange Pause gemacht, auch weil wir eine blöde Diagnose bekommen haben, wo erst nicht klar war, ob man sie wieder wird reiten können. Und habe dann lange nur longiert und vom Boden gearbeitet, bin mit ihr spazieren gegangen, also ich hatte teilweise mehr einen Hund als ein Pferd. Das ist immer sehr lustig, wenn man mit seinem Pferd am Strick spazieren geht und die Leute mit ihren Hunden laufen vorbei und gucken immer nur so, wieso reitet denn die nicht? War immer sehr amüsant. Ich habe immer gedacht, okay, ich habe halt einen großen Hund. Sie ist immer ganz arg brav draußen, also sie ist super gerne im Gelände und sie ist da immer super lieb und sie guckt auch gerne und sie hat auch so eine Marotte, dass sie dann manchmal hinsteht und dann halt einfach so sich so komisch verdreht und dann so rüber guckt und dann starrt sie 5 Minuten und ich habe wirklich mal abgewartet, ob das Pferd irgendwann mal aufhört damit. Sie starrt 5 Minuten in eine Richtung, starrt irgendwas an, was keiner sehen kann. Und starrt und starrt und bewegt sich keinen Zentimeter. Das ist faszinierend. Da habe ich auch Bilder von, wo sie das tut. Weil ich das so faszinierend fand, dass dieses Pferd einfach da 5 Minuten regungslos steht und einfach nur glotzt. Aber sie ist nicht guckig oder so. Also sie macht es halt einfach gern. Sie ist halt sehr neugierig. Sie hat ja das vorher nie gesehen. Und draußen ist sie eigentlich immer recht gern. Was habe ich mit ihr vor? Mit ihr vor habe ich eigentlich gehabt, als ich sie gekauft habe, hatte ich vor, mit ihr Turniere zu reiten. Also ich bin so weder richtiger Dressur noch richtiger Springreiter. Ich habe das kleine Reitabzeichen. Das war jetzt schon ein Fact über mich. Yay. Und ich wollte mit ihr eigentlich so bis A-Dressur, wenn es ginge, potenzialmäßig sie Springpferde gezogen, vielleicht auch mal eine schöne L-Dressur reiten. Wobei mir das prinzipiell auch reicht, wenn ich das daheim dann kann. Also ich will schon auch mal aufs Turnier reiten. Ob ich das mit ihr mache, weiß ich nicht. Aber prinzipiell würde ich schon gern auch mal auf Turnieren teilnehmen. Ich bin bisher nur WBO-Prüfungen gestartet. Ich habe es in meinem Leben noch nicht in eine LPO geschafft. Ich habe mehrfach Angebote gehabt, dass ich von einer Freundin das Pferd reiten kann auf dem Turnier. Das habe ich auch immer gewollt. Es kam immer was dazwischen. Also das erste Mal, das war eine Reitbeteiligung, mit der ich aufs Turnier wollte. Da war es dann, dass der nicht geimpft war. Also ging das. Also der war zwar schon geimpft, aber nicht turniergeimpft. Dann ging das nicht. Dann hatte ich das Problem, dass ich das Pferd hätte reiten dürfen von einer Bekannten und auch da war. Und an dem Tag, wo ich am Abend noch zu ihr fahren wollte und das letzte Mal vor dem Turnier auf dem Pferd reiten wollte, bin ich dann von meiner runtergefallen und habe mir einen Wirbel eingebrochen. Da war das dann erledigt. Und irgendwann hatte ich das nochmal und da habe ich dann keinen Urlaub bekommen von der Arbeit und dann ging es auch nicht. Also alles total blöd. Naja, gut.
Wie gesagt, ich würde gerne mal bis zur L-Dressur mit ihr reiten, wenn es vielleicht auch geht irgendwann mal. Natürlich lektionsmäßig würde ich schon gern mehr können, aber das muss sie einfach auch anbieten und muss sie auch wollen. Und springen würde ich mit ihr auch sehr gerne. Ob das nachher geht, weiß ich nicht. Ich habe auch, wie gesagt, schon mit der Besitzerin der Vollschwester gesprochen. Ich meine, das muss nichts heißen, aber die Vollschwester ist ja Vollschwester, also eigentlich ein reines Springpferd, und die springt überhaupt nicht gerne. Die sagt wohl, dass sie beim Freispringen super springt, aber sobald ein Reiter drauf ist, geht das einfach gar nicht mehr. Da kriegt die irgendwie immer Angst nach dem Sprung. Und ja, ich hoffe, dass meine das nicht hat. Aber nachdem sie sich sonst sehr, sehr ähnlich sind und auch sehr, sehr ähnlich sehen, habe ich halt einfach die Befürchtung, dass das mit dem Springen nichts wird bei ihr. Will nicht hochspringen, so A-Springen würde mir insgesamt reichen. Das muss nicht höher werden, auch nicht oft. Aber ich würde da schon auch gerne mal die ein oder andere Prüfung mit ihr reiten. Aber ob und wie das alles mit ihr geht, das sehen wir einfach die nächsten Jahre. Ich bin froh, dass ich sie mittlerweile überhaupt reiten kann. Wir sind momentan auf dem Niveau, dass wir noch an der Longe sind. Also ich reite sie noch überhaupt nicht frei. Das geht einfach auch noch nicht. Wir haben momentan Schritt und Trab, das macht sie jetzt gut. Zumindest linksrum, rechtsrum ist das immer noch ein bisschen schwierig. Da hat sie immer noch mal so Momente, wo sie unruhig wird. Aber das wird auch besser. Und ich hoffe dann, dass wir dieses Jahr, und das ist mein Ziel auch für dieses Jahr, zumindest von der Longe wegkommen und zumindest Schritt und Trab frei in der Halle reiten können. Das wäre so mein Ziel für dieses Jahr. Jetzt habe ich eine ganze Menge über sie geredet. Ich habe ja noch mehr Sachen auf meiner Liste stehen. Aber ich denke, ich werde da irgendwann mal nochmal ein Video drüber machen, wo ich euch einfach was über sie erzähle. Und nachdem das jetzt hier schon so lang geworden ist, werde ich die restlichen Fakten, die auch nicht so spannend sind, euch jetzt auch nicht noch erzählen, bevor das Video nachher noch eine halbe Stunde lang wird. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Fakten haben euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, fragt mich das alles gerne in den Kommentaren. Ich freue mich über jede Frage. Und ihr werdet auch eine Antwort bekommen auf die Frage, vielleicht nicht immer sofort, aber ich mache dann einfach ein Video über die Fragen. Also ihr stellt mir die Fragen, ich antworte euch dann einfach im Video. Wenn ihr das möchtet, wenn genug Fragen zusammengekommen sind, werde ich das dann auch mal machen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, freue mich, dass ihr da wart. Tschüss!